andere Frage. Ich kann Noob. Wo kann ich noch meinen Autopilot anstellen? C-Tempomat, wird das mal. Autopilot hast du nur im Flugzeug, geil. Also, also, das ist ja schon mal total geil. Ich fahre öfter mit euch. Es gibt Menschen, die fragen hier noch blödere Fragen als ich. Das ist ja ein Traum. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen ETS-Folge. Wir fahren im Konvoi und haben durch den Alex einige schöne Gäste dabei und wollen mal wieder ins DLC-Gebiet uns aufwagen und den günstigen Sprit in Polen auftanken. Und ja, mit dabei ist. Ja, ich komme aber in Polen so halb vorbei, so indirekt. Kleiner Klugscheißer, wie immer. Ja, dabei ist einmal der Gundel. Ja, hallo. Der LP, ja. Und der LP, oh, dann, oh, Call, Alex, moderier du an, bitte. Nee, mach ruhig. Max, das gut. Nee. Ach, Arsch. Ja, der Timo, AK Schumai, kennt er ja. Und dann haben wir Frenkel dabei. Ach, Mentor. Tag, ihr Nasenbären. Tag, ihr Nasenbären. Tag, ihr Nasenbären. Tag, du Nasenbär. Dach, so, dann den Alex. Und oh, ich seh's da hinten gerade. Den Ronny und den Dasi. Genau. Hallo. Ja, hallo zusammen. So, und dann fahren wir mal, bevor hier ein Riesenstau kommt, weil die sammeln sich hier schon wieder alle, die ganzen Freaks. Wir erzeugen zu viel Aufmerksamkeit. Frenkel, das ist nicht gut. Ja, ich kann ja wieder gehen. Ich muss für meine Zuschauer vielleicht an der Stelle mal sagen, ich bin heute zu Gast bei Simu4U. Moin. So heißt dieser Club hier, gell? Ja, aber besser wie der ADAC. Bessere Statistiken, ja. Auch so wenige Mitglieder? Oh, Gundel. Ah! Kriegt ihr es hin? Mann! Noch keine Meter gefahren und schon fliegen die LKW. Oh, da fliegt ein Truck vorbei. Den hat's schlimmer erwischt als mich. Jetzt sagt mal, Leute, warum macht ihr sowas? Ja, fragt das Gundel. Der hat hier voll auf die Bremse getreten. Ja, ich glaube, meine Bremseinstellung ist ein bisschen komisch. Ich stehe immer direkt. Ach ja! Also, Timo, Abstand halten. Ich bin jetzt genau 1:30 hier. Nee, nicht mal, bin ich mal gefahren. Ich bin 30 Sekunden gefahren. Bums, 11% Schaden. Warte mal. Ja, du merkst halt mit Simu4U wird's teuer, weißt du? Ich weiß noch nicht, ich habe gestern gerade überlegt, warum spielen wir eigentlich mit Schadensmod auf unseren LS-Servern, wenn Kai immer alles kaputt fährt. Da können wir kein Geld mit verdienen. Ja, Freunde. Vor mir ist jetzt auch noch Tatjana, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Sicherheitsabstand. So, wo seid ihr denn? Seid ihr jetzt schon abgehauen, oder? Wir fahren erste Abfahrt. Wir fahren mit 20 auf den Standstreifen. Nach Prag. Genau. Ja, das fängt ja super an. Ich kann gerade aufhören, quasi schon wieder. Hinter mir ist dann ein Truck noch geflogen, der hat es schlimmer erwischt als mich. Kann bitte jemand Gutten vor mir entfernen? Da steht ja schon wieder einer. Ach, sie fahren langsam. So, sind alle da? Kann ich Gas geben? Ja, ja. Ich bin da. Okay, dann geben wir Gas. Und ich dachte, Rock Talks wäre eine Katastrophe. Ah, dann fahr mal hinter mir. Achtung, so. Ronny. Ja, was ich mal so als Frage habe, wir haben ja so ein paar Fußballfreaks. Was schätzt ihr eigentlich alle? Wird's gut ausgehen für uns? 2-1 für Deutschland. Man muss jetzt an der Stelle vielleicht erwähnen, dass wir aufnehmen an dem Tag, an dem Deutschland gegen Brasilien spielt, ne? Ja, alles für die Fans, du weißt das doch. Im Halbfinale, aber ihr werdet es ja wahrscheinlich nicht vor dem Spiel online stellen. Genau mit dem Spiel in der Halbzeitpause kommt das online. Das ist mir völlig egal. Ich sag jetzt einfach irgendwas und schneid dann nachträglich das richtige Ergebnis rein und dann denken alle, ich bin der Fußballgott. Ich sehe schon, 2000 hast du nicht gesehen, Harald Frenkel, Deutschlands Orakel. Ja, du genau. Auch irgendwelche Senfgläsern mit Stickern drauf oder so. Ich muss mir das jetzt gerade merken. Also bei Minute 4 sage ich dann gerade, dass Deutschland 328-0 gewinnt. Das ist optimistisch. Und das schneide ich dann raus und mache das Richtige rein. Und dann siehst du demnächst, weißt du, so bei irgendeinem Fernsehsender, wir fragen Frenkel, wie geht das Finale aus? Weil der gerade morgens. Frenkel online. Oh, Ronny, pass auf, mein Motor ist ausgegangen. Dann lassen wir doch an, Alex. Das fährt mit dem Motor doch besser.
Ja, vor mir stand gerade auch so ein weißer LKW, weil der musste bremsen wegen jemand davor. Und da bin ich drauf gerollt. Die werden hier voll überholt. Ich sehe mich gleich schon irgendwie mit so Loopings fliegen oder so. Guten, wo bist denn du? Der fährt gerade wieder langsam. K2, glaube ich, im Konvoi. Ja, ach, oh Gott, ich sehe dich. Du bist noch viel zu nah an mir dran. Warte mal. hinter mir ist ja gar keiner mehr, ne? Ja, mich hat der Jonas jetzt auch noch ausgebremst. Okay, also... kommen. Dann wird Shumei zuerst drauf knallen auf Guten. Das passt schon. Dann habe ich noch Chance auszuweichen. Ich war hier auch vorher. Ja, oder Harald, du fährst gleich auf der zweiten Spur. Sicher ist sicher. Dann kannst du schön vorbeifahren. Ich drehe einfach um und fahre allein. Jo. Und zwar entgegengesetzter Fahrtrichtung, das kann nicht gefährlicher sein als hinter Guten. Ich muss jetzt leider auf Guten rumhacken, es tut mir leid. Ja, so, wir fahren ja ab. Wieso immer ganz schlimm. Wir fahren ab. Du warst ab, ja auch der Crash-König am Anfang, ne? Ja, am Anfang, aber mittlerweile habe ich mich ja gebessert. Er hat geübt. Versicherung hat gesagt, sonst darf ich nicht mehr. Also um jetzt mal noch einen ernsthaften Tipp abzugeben, ich glaube ja, dass die Deutschen schon eine Chance haben, aber dass die Brasilianer so ein bisschen... Ach, wir müssen abfahren. Ja. Dass die Brasilianer, dass die gewinnen, ist mir wahrscheinlicher. Aber ich bin jetzt mal patriotisch. Ich sage auf jeden Fall, dass die Deutschen, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie 2 Tore schießen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich sag mal, dass die 2-1 gewinnen, die Deutschen. Wenn nicht, kann ich das ja auch noch rausschneiden. Ach komm, ich mache einfach alles dann im Nachhinein richtig. Ja, aber wenn die Deutschen mal richtig Gas geben und nicht so halbherzig in das Spiel rangehen, dann kann das was werden. Aber wenn die wieder so, teilweise so, wie man so halbherzig rangeht an so eine Sache... Ich sag mal so, dadurch, dass der Neymar nicht mal mitspielt, ist es schon gut für Deutschland. Ja, und Silva ist auch gesperrt, ne? Und Silva also ist auch gesperrt, genau. Die zwei besten Spieler. Boah, Gundel, Mensch. Achtung, da überholt einer. 150, sorry. So, ihr kennt aber schon den. Weg, die rechte Spur fällt weg, bitte. Mittelspur einsortieren. Ja, hier ist ja so ein wilder Heizer mit so einem Bagger hinten drauf oder mit einem Trecker. Den ich bin so Wahnsinn. Das ist ein Transformer-Aufnahme. Ich habe übrigens schon Feuerwerk mit, also wir können dann am Ende richtig feiern. Das heißt aber schon, dass das. Crash und dann geht das ab, ja? Dann machen wir mal. Ja. Ihr wisst aber schon, dass angeschossene Tiere besonders gefährlich sind, ne? Also ich würde das nicht unterschätzen, also die haben bestimmt auch so ein bisschen Trotzeffekt. Und außerdem haben sie ja den unglaublichen Hulk. Ja, wobei ich denke auch immer, man muss so sagen, ne, es ist halt die Wärme im eigenen Land, das beflügelt halt auch. Ne? Das ganze Stadion wird schon echt brennen, was das angeht. Also das ist, denke ich, auch nicht zu unterschätzen. Aber mal eine andere Frage, ich kann Noob, wo kann ich noch meinen Autopilot anstellen? C-Tempomat wird das mal. Autopilot hast du nur im Flugzeug, geil. Also, das ist nicht so ins Navi eingeben, da will ich gerne hin oder fährt dann, nee. Also das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal total geil. Ich fahre öfter mit euch. Es gibt Menschen, die fragen hier noch blödere Fragen als ich. Das ist ja ein Traum! Wenn Kai 1 kann, dann dumme Fragen stellen. Oh, Vorsicht! Kermit von hinten! Der Frosch, hoffentlich nicht in Grün. Gut. Habt ihr heute zufällig das Video gesehen von den grünen Abgeordneten aus dem Europaparlament? Nein. Das müsst ihr euch heute noch reinpfeifen. Das ist also sowas von geil. Ich habe mich, das kann nicht ernst gemeint sein. Bitte, lieber Gott, lass es nicht ernst gemeint sein. Es war, also ich glaube ja, es ist Satire. Manche behaupten, es sei ernst gemeint, aber das ist so geil. Das sind 3 so junge, neue Europaabgeordnete, eine Frau und ein Mann, und die beste Szene ist gleich ziemlich am Anfang, nach einer Minute, als Kermit der Frosch von rechts reinspringt ins Bild. Total high gekifft, ja. Ey, ich bin jetzt auch im Parlament. Und die anderen, ey, cool, Alter, geil. Also so richtig schlimm, ganz schlimm. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich diesen Kermit-LKW gerade gesehen habe. Kann ich sehr empfehlen. Der hat gerade geparkt, der will dich nochmal überholen, denke. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich will er meinen Bodyguard machen, hatte ich auch schon. Mhm. Wenn du solche Bodyguards hast. Wenn du solche Bodyguards hast, brauchst du keine Feinde. Ja, stimmt. Frank, wir hatten ja auch das Witzige, ne? Da haben wir auch gestoppt. Wir sind ja nun recht klein vom Kanal noch, aber es ist schon manchmal witzig. Wir waren ja sehr früh auch beim ETS 2 MP dabei, wirklich in der ersten Stunde. Man wurde ja doch schon schnell erkannt. Das ist echt teilweise schlimm, wenn die dann kommen, oh, guck mal, der Move for You ist da. Und dann so, nein. Und dann kleben sie dir an der Backe. Gerade Alex kann davon lieb sehen, ne? Wenn was ich zum Deutschlandspiel, was ich noch sagen wollte, die werden heute erhebliche Probleme haben. Die haben nämlich, also meiner Meinung nach ist das Problem hinten die Abwehr.
die deutsche Abwehr, und die bauen immer irgendwie ein, zwei Patzer. Und bislang ging das relativ glimpflich aus. Und gegen Brasilien, da kann das mal ganz schnell schief gehen. Und deswegen brauchen die mindestens zwei Tore, wenn sie nicht sogar drei brauchen, wenn sie nicht 3-2 gewinnen müssen. Weil irgendeinen dicken Bug bauen sie bestimmt ein, da bin ich fast schon sicher. Ja, ich glaube sogar noch viel, viel schlimmer, was mir so ein bisschen auch nicht gefällt in letzter Zeit beim Spiel. Ja, jetzt werden sie wieder alle meckern, der böse Bluppi meckert wieder mit der deutschen Mannschaft. Ich finde unsere Chancenverwertung teilweise echt katastrophal. Also was da teilweise für, wo du denkst, so, soll der Torwart am besten noch aus dem Tor rausgehen, dass wir treffen? Und selbst dann da teilweise Achtung, denkst du... Achtung, da wohnt einer. Auf Kampflinie. Auf Kampflinie? Dann zieh mal rein hier auf Kampflinie. Bei Standstreit. Das war aber knapp. Ja, weißt jetzt, was ich meine, ne? Ah, YOLO. Der war gerade mehr auf meiner Spiel wie auf seiner. Boah! Arschloch! Mensch, zieh voll von mir ein. Ey, die wissen nicht, dass es das nie Probleme manchmal gibt. Boah, ich finde das immer so toll. Ja, es glauben auch einige, dass der Teaser von Elders 15 Ingame-Grafik ist. Also von daher... Auf jeden Fall, das ist es ja auch. Da haben wir wieder das Thema Ironie im Internet, ne? Feuerwehrsimulator. Das ist genauso wie ein Thema im Internet hat jeder Eier. Das ist einfach so. Ja. Ja, nur keine Haarigen. Ich bin auch mal ganz regelmäßig, ja? Oh, nee, ey. Aber was das Schlimme was bei so einer WM ist, finde ich, solange wir die Deutschen drin sind, ist das die Geilsten. Verkacken die ein Spiel, sind raus, boah, was für eine scheiß Mannschaft und das finde ich das Schlimme irgendwie. Aber in den letzten Jahren sind sie ja immer unter die besten vier gekommen. Ja. Wir haben jedes Mal dritten Platz. Also wenn wir jetzt wieder dritten machen, dann sind wir in ewigen drei. Da haben wir dreimal hintereinander dritten Platz gemacht. Nee, war doch, jetzt, 2010 war doch. Ach so, doch, ja. Ja, ja, war. Hat uns doch, 2010 hat uns doch Brasilien netterweise aus in so einem eigenen Land geschlagen. Und uns dadurch aus der WM rausgekickt. Das ist jetzt nee, die Revanche. 2006 Italien. Ach, 2006? Nee. 2006 Italien ist Deutschland im Halbfinale. Ja, genau, ja, ja. Gott, bin ich so ein Kacken. Na, Kai, sind wir ein bisschen verwirrt mal wieder. Ja, ich habe meine Tabletten nicht genommen. Ich bin gerade von der Arbeit, weißt du, das habe ich noch nicht geschafft. Ja, und sein Paket ist noch nicht angekommen. Ja, also ich meine, kannst du wieder ausmachen. Hey, ich meine, wer so weit kommt, wer jetzt da ins Halbfinale kommt, der kann nicht ganz schlecht sein. Also das brauchen wir hinterher dann auch nicht schlecht reden, ne? Nö, das stimmt. Wobei ich hätte es echt, ich muss sagen, Costa Rica hätte ich es echt gegönnt. Also, das war, fand ich so ein bisschen schade, weil das war so eine Überraschungsmannschaft und die haben echt so leidenschaftlich gespielt. Also, den hätte ich echt noch gewünscht, noch eine Runde weiter mindestens zu kommen. Den hätte ich auch die Weltmeisterschaft gegönnt. Das vielleicht auch, ja. Wobei, wenn sie gegen uns gespielt hätten, oder wer war das? Gegen Niederlande haben sie gespielt. Naja, Gott, gegen Niederlande, da gönnt man es ja jedem insofern. Das ist richtig. Das ist aber auch so ein typisches. Meine Frau hat ja, wo wir das. Das ist Australien-Spiel oder irgendwo, wo sie fast schon am Verkacken waren. Und hat dann meine Frau schon gleich dieses Bild rausgesucht mit dem Flieger und dem Campingwagen hinten dran. Und gesagt, oh geil, kann ich's posten, ja. Ronny, pass auf. Da holt uns einer auch auf Kampflinie. Ja, ich sehe es. Ja. Waren halt alle Kampflinie gefühlt. Ja, die können alle nicht auf ihrer schnell rasen, aber nicht auf ihrer Spur bleiben. Das sind die optimalen. Ey, so ein LKW darf nur 80, ja? Ist vorbei. Achso, was ich vorhin noch erzählen wollte, jetzt habe ich den Fahren wieder gefunden. Wegen Autopilot, na Timo, das stimmt nicht. Die sind da dran, habe ich heute in, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, gelesen. Ja, ja. Mercedes hat jetzt einen LKW getestet, der autonom fahren kann. Zwar nur auf der Autobahn, aber er kann fahren. Da kommt jetzt der Volvo gar nicht vorbei, ja? Ja, da ist das Kamerasystem verbaut, wo sich zwischen den Linien einordnet. Das haben sie schon lange im Test. Das haben sie auch schon in Autos im Test. Richtig. Oh, Entschuldigung, ich bin ungebildet. Ronny. Ronny, Kai, du magst dich. Du jetzt einmal wieder was gefunden hast im Internet, ne? Im weltweiten Internet. Da kommt was von hinten. Ja, da kommt auch Kermit wieder. Schon wieder? Das ist wie in der Knastdusche, ey. Da kommen sie von hinten angeschossen. Ja. Dann heb jetzt bloß nicht die Seife auf, du. Das könnte schwierig werden. Vor allen Dingen laggt er, glaube ich. Ganz feucht, oder was? Nein, nein. Lecken, sagt der Darcy. Das kommt demnächst bei uns im Kanal. Ja. Echt? Okay. Das. Da ist gerade einer, ich zitiere mal, wie er zu Trinity sagte, da ist gerade einer ganz schön am Rumlecken. So, wir fahren nach Bruno, rechts ab. Nach Bruno? Bruno. Nach Bruno! So, jetzt hat er sich. Die ich hab so das.
Ich hab so das blöde Gefühl, der will uns gar nicht überholen. Jetzt ist er wieder weg. Ja, das sind sich so immer nur antäuschen. Das war ein Combat-Locker, der hat sich im Gefecht auf der Abfahrt steht einer, genau auf dem Standstreifen, genau wenn er hochkommt auf der Autobahn. Auf der Auffahrt also dann. Soll ich mal, ach nee, ich mach jetzt keinen Freestyle, ich wollte rechts vorbei. Ja. Aber hab ich gedacht, nee, komm. Alex, die haben sich zwischen uns gedrängelt, gell? Ja. Ja, die wollten auch abbiegen. Ja, da, ja, weiß man, warum die abbiegen wollten. Mein Auge juckt. Ah, Gundel nicht bremsen. Ah, Hilfe. Ja, ich geb Gas, ist schon... Keine Sorge, Timo, hier ist keine Bushaltestelle in der Nähe. Kann nichts passieren. Aber Harald, du bist mutig, ne? Ich würde zu den Zweiten davor, ich würde mehr Abstand lassen. Ja Gott, ich habe ja Abstand gelassen, der ist ja dahin geschmolzen. Ja, bedanke ich bei meinem Vordermann. Danke, Gunden! Also, Abend, oder was?